Und damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar sind wir heute im neuen Fortnite-Update drinne, der letzte Patch vor der Season 2 tatsächlich, Chapter 4. Wenn ihr schon welche verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und wir kriegen direkt Crew-Vorteile, 1000 V-Bucks, nehmen wir mit. Auf ganz spackhaft hier. So. So, gucken wir mal in den Item Shop. Creator Code steht noch drin. Ah. Destiny 2 Items sind wieder drin. Und Feiern wie ein Champion ist auch wieder da. Das ist ein geiler Emote, nehme ich mit. Können wir gerade noch. Den haben wir schon. Oha, was alles wieder für Sachen drin sind. Copyright. Nix da. Boah. Flex Power Paket wäre noch drin. Ah, und lauter Dinge, die ich mir kaufen könnte, aber. Das kommt sehr viel alles rein. Oha, Leute, das neue Crew-Paket ist schon wieder drin. Warum habe ich den da noch nicht bekommen? Den Skin? Hä? Warum steht da im Besitz? Bin ich blöde? Wartet mal, ich muss kurz was gucken. Wartet mal kurz. Ah, lol, ich hab den Skin schon. So wie es aussieht. Aber wo ist der dann? Hä, der fühlt sich. Hä, aber der ist nicht in meiner Liste aufgetaucht. Wartet mal, muss ich vielleicht kurz das Spiel nochmal neu starten? Weil das war da nicht mit drin, hä? Oder krieg. Ah, nee, den kriegst du ja erst morgen. Den krieg ich ja erst morgen, stimmt ja. Oder? Da steht, ich hätte den aber. Vielleicht kriegt man den auch. Vielleicht krieg ich den auch erst morgen. Ich schau noch mal kurz, wartet. Okay, jetzt sind wir wieder drin, mal gucken. So, die Neuigkeiten. Nein. Nein, den Skin haben wir noch nicht bekommen. Was haben wir hier bekommen? Ah, Leute, die Musik von Geralt von Riva, stimmt ja, die haben wir bekommen letztens. Ran ans Schlagmann, Leute, abspielen. Baseballschlägerei. Dann haben wir noch den Emote hier drin, den ich mir jetzt geholt habe, ne? Ja, genau. Und Leute, für alle, die bei Dings bei Most Wanted erfolgreich mitgemacht haben, kriegen den Ladebildschirm hier. Nur damit ihr es seht. Ich zeig's einfach mal Vollbild. So. Gut, was haben wir denn hier? Okay, wir haben hier die Phasen noch. Mit den Krone, also mit dem Backblink von Most Wanted, das müssen wir auf jeden Fall noch abschließen. Dann noch die Bonusziele vom Galaxy Ritter, müssen wir die Woche auch noch machen. Dann haben wir Geralt von Riva, die zweite Seite. Eliminiere einen Gegner, während du fest im Sattel sitzt. Was soll das heißen? Sammle Barren ist easy, füge Schaden mit Excalibur-Gewehr zu. Boah, nicht schon wieder dieses Drecksgewehr. Erhalte Schilde durch Tränke. Ich hoffe, damit ist entweder Slurp-Fässer gemeint oder dieses Slurp-Trinken. Dann haben wir noch eingebundenen Bonusbelohnung. Let's go. Und dann noch diese Geheimsachen hier. Geil. Können wir auch auf jeden Fall reinschlagen. Und dann haben wir noch die Creative Map hier. Boah, wir haben ein richtiges Programm diese Woche dann. Und für Leute, die fragen, warum ich dann heute kein Dings zocke, kein Five Nights at Freddy's, es geht einfach nicht, Leute. Es tut mir leid. Weil das Ding ist, ich kann das nicht machen. Boah, das morgen wäre sogar ein Solo-Cup. Och man, ich hasse mein Leben, Alter. Unbekanntes Objekt, Top 3000. Sehr, sehr wahrscheinlich, Top 3000. Unbekanntes Objekt, unbekanntes Objekt. 8 Punkte, unbekanntes Objekt.
Digga, denke ich mir auch nur so, what the fuck, was ist das? Aber ich würde sagen, wir gucken mal kurz noch RDW rein, ob sich da noch irgendwas verändert hat. Oder ob wir da noch irgendwas haben. Tägliche Belohnung, wir kennen's. Aber sonst hier in RDW ist eigentlich sonst alles beim Alten. Und nächste Season ist es ja so, dass die Season startet wahrscheinlich unter der Woche. Das ist sehr ärgerlich, aber was soll man machen? Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder in einer Runde wieder, Leute, und let's rock. Oh. So, Leute, direkt in der ersten Runde hier drinne. Aber euch ist natürlich auch sicher klar, Leute, ich werde wahrscheinlich heute eh nicht... Allerdings, ich werde wahrscheinlich heute safe eh nicht alles zocken. Weil das Ding ist, das ist viel zu viel, ich kann das alles gar nicht zocken. Was wir zocken könnten, wäre ein Teil von der Story. Das wäre geil, weil ich will wissen, wie es mit der Storyline weitergeht, ihr natürlich sicher auch. Und deswegen machen wir das an der Stelle in dem großen Update. Natürlich haben wir auch, aber jetzt natürlich im letzten Update nicht mehr so viele Skins bekommen. Dieser FNCS-Skin wird jetzt die Tage noch in den Shop kommen. Ein, zwei andere Skins, aber sonst eigentlich nicht so großartig viel. Muss man einfach sagen. Besuche Bastionsaußenposten, lol. Nein, das wollte ich nicht. Das ist nur ein permanentes Loch in die Realität. Das sagst du uns jetzt. Ich will dem Champion unbedingt vom gestaltlosen Mann erzählen. Aber ich kann nicht. Warum nicht? Checke die Koordinaten. Ach, Digga. Dann killt mich direkt einer mit einer ekelhaften Waffe. So, Leute. Ich hoffe, ich habe den Auftrag bekommen. Ja, habe ich sogar. Perfekt. Und zwar hat der Zeitlose ja gerade gesagt, dass er dem Champion gerne erzählen würde, was der gestaltlose Mann vorhat eigentlich. Aber er kann es nicht. Da frage ich mich, warum das so ist. Außerdem könnte das einen Riss verursachen, hat er selber gesagt. In der Realität könnte das bedeuten. Und das ist nicht gut. Oder ein Loch in der Realität. Was haben diese Schlitzohren vor? Da müssen wir jetzt echt mal gucken, dass wir da zu Ergebnissen kommen. Ist es bei diesem Eisbiom hier unten oder was? Glaube schon, oder? Ah, es kann auch hier unten sein, okay. Aber wir schnappen uns direkt eine Waffe. Machen nicht halblang. What the? Ja, natürlich hat er Healing. Chill dich, Bruder. Eliminiere drei Spieler, ach komm. Oh, der war schön. Und sogar noch mit dieser hässlichen Cobra DMR, aber egal. Schön weggenockt vom Feld. Das hilft uns eh gerade auch bei unseren Missionen, das ist sehr gut. Aber ich würde sagen, ich müsste direkt mich erstmal heilen, weil ansonsten bin ich gleich wirklich dead. Gar keinen Bock zu sterben. Soll ja eine ordentliche Runde werden. Aber wisst ihr, das ein nebensächliches Problem, Leute, ist, ich bin einfach überhaupt nicht eingespielt. Wenn ich eingespielt wäre, ich würde hier wahrscheinlich gerade alle wegflaxen. Das ist wirklich so. Aber ich kann halt nicht. Was soll ich machen?
Es ist so schwierig. Vor allem, warum kriege ich so eine Phase, Alter? Alter! Von wo? Ach, der kommt da. Camper, Bruder. Bruder. Come on. Noch immer nicht raus. Schon eklig, ne? Und auch tot. Bruder, vor allem, ich könnte schwören, dass es derselbe wie letzte Runde war. Der Typ, der folgt mir einfach gefühlt in meine Runden rein und versucht mich mit so einer ekelhaften Waffe zu one-shotten. Ich glaube, bei dem hackt's. Bruder, was glaubt der eigentlich? Ist ja wohl nicht mehr ganz sauber hier, echt. Vor allem, seht ihr, ich mache meine Aufgaben auch so. Ich muss mich gerade echt gar nicht anstrengen. Ich mache meine Aufgaben gerade auch so. Boah, echt, nee. Es geht dir so auf die Nerven, wenn du die ganze Zeit so ekelhaft abgesprayt wirst. Spieler klatschen haben wir auch gleich fertig. Wenn wir jetzt noch einen wegholen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein für mich. Ja, ich bin eh fast wieder Full HP. Ja, Bruder. Mal gucken, was die hat eigentlich. Was hast du eigentlich? Ah, Sturmvorhersage und ein Big Shield. Den Big Shield nehme ich gerne, aber die Pfeil und Bogen kann ich nicht gebrauchen. Meine, ich habe damit schon ordentlich mal Leute weggeholt, aber meine Verhältnisse bringt's mir jetzt mal nichts. Oh, hier ist noch einer. Da. Hä? Wie? So, Leute. Ich hau noch an jemanden von ihrer Community, hau ich noch einen Sub raus. Einfach weil ich heute gute Laune hab. Hallo. Wartet kurz. Servus. Ich bin mal kurz, Dings, ich bin mal kurz weg. Wartet, ich mach das zu lange. So, Leute, wir sind wieder in-game tätig. Ich wollte eigentlich bei der Royal Llama gerade was, Dings, wollte ich eigentlich einen Sub da lassen. Aber wisst ihr, was das Traurige war? Die hat einfach gar keine Subs und so weiter. Man kann bei ihr scheinbar schon subben, aber ich wüsste nicht, wie das geht. Weil es wurde mir nichts angezeigt, wie das bei ihr geht und so. Ich dachte mir so an der Stelle, hä? Komplett dumm. Schade eigentlich. Ich hätte ihr gerne was gegönnt, aber ja, egal. Sammle Munition aus Truhen ein. Das ist ja eigentlich leicht. Erziele mit einer Waffe, die mindestens ungewöhnlich ist, Kills. Ist ja auch nicht schwer. Eine Infanteriegewehr oder Schießeisen. Oh je. Da wird's schon ekelhafter. Ich sag's euch, Leute. Das Wochenende wird so hart reinrasiert. Am Freitag. Ich werde so alles durchsuchten. Ich glaube, da wird gar keine Zeit mehr für RDW wirklich bleiben. Kleid, das ist sowas von auffällig. Weil du einfach gefühlt jeden damit hörst. Etain.
Ah, das zählt nicht als Bastion oder was? Interessant, interessante Mechanik, Digga. Dass das nicht als Bastion zählt, schade einfach. So, das Ding nehmen wir auch mal mit. So. Uff. Der Hit war drinne. Also der Hit war saftig drinne, echt. Damit zu treffen, der ja. Wo hängt die? Ah, der. Kommt sie doch. Und sie kriegt die Hits. Bruder. Frag mich nur gerade von wo. Geht ja richtig ekelhaft. Ah! Da war noch mal ein Hit drin, Digga. Jawoll! So muss es. Ach. Null. Ich hätte die so schön hitten können. Ja. Was soll's. Sollen die sich halt kloppen, Digga. Ich gönn mir hier eh die Muni. Weil das Ding ist, ich mach das alles entspannt. Ich lass mich da nicht drängen. Weil wisst ihr, ich krieg das sowieso alles hin, weil ich weiß, dass ich es hinkrieg. Weil das ist eigentlich easy zu machen. Und ich kenne das Schießeisen ja noch aus damaligen Zeiten. Also ich bin da kein Bot oder sonst was. Ich kann das schon alles runterspielen, das ist kein Problem. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den Typen ja noch. Der, den, Dings, der, wo gerade noch überlebt hat. Oder er hat sich jetzt komplett aus dem Staub gepfeffert. Ach, Bruder. Direkt mit Pump lieber rein. Oh, chillig. Direkt erstmal abgehauen, ne, Bruder. Jetzt steht der hier noch irgendwo. What the... Ich gefühlt selber runter, ich habe keine Mats mehr, sehr geil. Das ist sehr schlecht. Boah! Und weg mit dir.
Sogar noch einer, der eine Krone hatte, Bruder. Gib mal gerade her. Dankeschön. Ach, Digga. Direkt lieber aus dem Staub pfeffern. Gar keinen Bock zu sterben. Ah, Bruder. Alter, mit dem Infanteriegewehr einfach reinnudeln, Alter. Das wird's. Das wird's. Ja, also ich zock ja auch eh gerade nicht so hart Story-Aufträge, Leute. Es liegt halt einfach daran, weil ich jetzt eh keinen Part mehr hab. Eingebundenen Aufträge. Kehre zum Laptop. Naja, der ist aber in der Zone jetzt. Da kann ich jetzt nicht mehr hin. Das muss ich entweder Runde drauf erledigen oder. Wobei ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Ich muss es heute leider etwas abkürzen, da ich halt heute echt gar keine Zeit mehr wirklich habe. Und das ist hier eigentlich, glaube ich, dann noch die letzte Runde, denke ich mal, weil. Ja, ich muss zusehen, dass ich durchkomme. Ihr wisst selber, Leute, momentan sehr stressig alles. Oh, Bruder. Direkt erstmal Jump Petarino nehmen. Weg hier. Abfahrt, Digga. Aber wir haben schon sehr gut angeschnitten, also man kann sich nicht beschweren. Oh, oh. Ach, Bruder. Ach, voll vertroffen alles. Alles voll verzogen. Oh, da war ein Hit drinne. Einer war drin. Das ist okay. Bin ich nicht beleidigt? Junge, chillt ihr da jetzt was oder was? Oha. What the? Hab mich gerade selber hops genommen, Bruder. Ja, was machst du jetzt? Schon scheiße, ne? Oh, da war noch mal ein White Hit drin, ne? Fühle ich auf jeden Fall. Sehr, Bruder. Das heißt, der hat jetzt ein bisschen Druck hinter der Achse. Das heißt, ich kann schön mich hindreideln. Trotzdem noch Richtung Zone swippen. Alter, hier ist trotzdem nicht mehr gut, echt. What the? Was ist da hin?
Ja, genau, holt sie mich noch wahrscheinlich. Ist doch gleich selber auch tot. Ja, ist doch selber auch gleich tot. Die muss doch nur einmal jemand anschießen, dann ist sie gleich tot. Na gut, Leute, dann ist es aber heute mal eine kürzere Folge. Ich werde es heute nicht mehr länger strecken können. Ja. Ich meine, ich habe jetzt echt bis Phase 4, bis 5 gespielt von Teil 4. Es geht nicht besser. Ich muss echt die Tage weiterspielen. Ich kann echt nicht mehr weitermachen. Wird es angezeigt, wo das ist? Ist das das oder was? Oder bin ich lost? Ah, okay, die Außenposten werden einem noch angezeigt. Das ist gut. Das ist okay. Ja, okay, dann haben wir noch das. Rüste Fahrzeuge mit Geländer oder Kuhfänger aus. Lol. Das haben wir auch fast. Das ist auch easy. Und das geht eigentlich auch voll klar. Also, es sind alles Aufgaben, die man auf jeden Fall schaffen kann. Egal, dann will ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ihr ist mit Kommentaren mega durch. Und dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.